Ja, hallo zusammen, wieder bei mir zu Hause. Jetzt dachte ich, ich mache doch einfach nochmal die Kamera ein. Das Schuljahr hat jetzt wieder angefangen. Bin jetzt gerade vorhin vom Unterricht nach Hause gekommen, habe auch schon zu Abend gegessen und jetzt sitze ich hier wieder im Studio, um noch ein bisschen was zu schneiden. Ich zeige euch schnell mal, wie man jetzt hier bei dem iPad Pro Tastatur und Maus verbinden kann. Das ist nämlich ein ziemlich praktisches Feature. Dazu habe ich hier diese Apple-Tastatur hier und dann hier noch die Magic Maus. Aber es geht eigentlich mit jeder anderen Bluetooth-Tastatur. Also erstmal muss man hier die hier einschalten. Jetzt sieht man es hier so grün. Dasselbe auch hier bei der Magic Maus. Zack. Dann geht man jetzt hier einfach in den Einstellungen hier auf Bluetooth. Und jetzt kann man hier einfach, Tastatur ist schon von selber verbunden hier, die Maus fehlt noch. Jetzt gehe ich auch mal wieder zurück in Luma Fusion. Jetzt kann man hier mit der Tastatur und hier auch einen Schnitt setzen. Dann hat man hier auch noch einen Mauszeiger. Kann hier genauso Schnitt setzen, rückgängig durchscrollen. Einfach hier, indem man das so wischt. Sehr praktisches Feature. Was liegt sonst noch so an? Das Schuljahr fängt jetzt wieder an. Ich unterrichte ja auch ziemlich viel, aber dazu dann morgen mehr. So, das schneide ich jetzt heute dann noch. Entweder hier oder ich setze mich auch dann einfach im Wohnzimmer auf die Couch. Das ist ja das Praktische hier, wenn man es hier mit dem iPad macht, kann man überall mit hinnehmen und dann hier einfach schneiden. Ich habe jetzt auch hier schon wieder das kleine Keyboard hier aufgebaut, weil ich daran ja dann gern komponiere. Da habe ich hier einen Adapter hier für das iPad. Das kann man einfach dann hier anstecken, hier hin. Und hat dann hier USB. Hier ist das USB-Kabel. Kann ich dann hier anschließen und dann praktisch mit GarageBand dann da weiter komponieren. Heute muss praktisch dann hier noch das Video hier fertig werden. Und das weiter komponieren mache ich dann wahrscheinlich erst morgen, wenn ich dann mit dem Unterrichten fertig bin. Es sind auch morgen noch so ein paar andere, so ein bisschen so Bürosachen zu tun. Aber dazu dann morgen mehr dazu. Ja, neuer Tag. Wir haben es jetzt vormittags. Also am Vormittag unterrichte ich immer hier zu Hause. Und wir sehen uns dann nach den Schülern gleich wieder. Okay, jetzt sind alle Schüler hier am Vormittag unterrichtet. Normalerweise würde ich jetzt dann heute Nachmittag noch nach Baden-Württemberg fahren, weil ich dann da den Nachmittag unterrichte. Aber das sind jetzt momentan noch Ferien. Das können wir uns dann nächste Woche gemeinsam anschauen. Jetzt gibt es hier dann erstmal Essen und dann muss ich noch in die Stadt fahren, bei meiner Gitarre neue Saiten aufziehen lassen und eine Flügelstimmung organisieren. Denn dieser Flügel hier braucht dringend seine Stimmung. So, okay, jetzt sind wir hier im Auto. Ich fahre jetzt zum Musikhaus Deuser, also für die Gitarre und für die Flügelstimmung. Eigentlich könnte man ja die Flügelstimmung einfach telefonisch organisieren, aber wenn ich jetzt eh schon mal da bin, mache ich das dann gleich in einem Aufwasch. Okay, gut, im Parkhaus angekommen. Muss ich dann noch schnell die genaue Adresse suchen, weil ich da nämlich zum ersten Mal bin. Also, das Musikhaus Deuser kenne ich schon länger, aber ich war noch nie persönlich dort. Okay, Gitarre abgegeben. Die bekommt jetzt neue Saiten und wird auch so allgemein durchgecheckt. Flügelstimmung ist auch organisiert. Die wird dann wahrscheinlich nächste Woche stattfinden. Und jetzt geht's wieder nach Hause. So, ja, wieder zu Hause. Die Gitarre hole ich dann später noch ab im Laufe des Tages. Jetzt gibt es wieder Büroarbeit zu tun. Und zwar zum einen Schülereinteilung. Da habe ich auch dann jetzt hier schon einen groben Plan gemacht.
Das ist schon immer eine ziemliche Aufgabe. Ich unterrichte ja so ungefähr 60 Schüler pro Woche. Und da muss natürlich jeder dann die Zeit kriegen, die für ihn passt. Und da muss man immer dann so ein bisschen jonglieren. Okay, und dann Aufgabe Nummer zwei ist dann noch hier das Weiterschneiden von dem neuen Video hier. Da bin ich zwar jetzt gestern Abend schon relativ weit gekommen. Also hier, alle Schnitte sitzen schon richtig. Da kommt jetzt dann hier noch die Feinarbeit und auf geht's. Okay, jetzt habe ich eigentlich schon ziemlich viel geschafft. Die Schülereinteilung ist fast abgeschlossen. Jetzt muss ich ja heute dann nochmal in die Stadt fahren und die Gitarre abholen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und die kann ich jetzt fürs Üben nutzen. Also ich versuche generell so jeden Tag mindestens 2 Stunden einfach nur fürs Üben aufzubringen. Und jetzt momentan widme ich mich hier wieder den Bach-Inventionen und zwar sowohl den zweistimmigen als auch den dreistimmigen. Und im Prinzip gehe ich eigentlich alle von denen immer wieder durch. Sehr gutes Training für den Kopf, für die Technik, kann man in unterschiedlichen Geschwindigkeiten spielen. Okay, wieder im Auto. Jetzt hole ich die Gitarre ab. Das Üben fiel jetzt nicht so lang aus, wie ich mir das erhofft habe. Aber nicht so schlimm. Kann ich dann nachher noch ein bisschen weitermachen. Also der Plan für heute ist jetzt noch, also Gitarre abholen, dann am besten gleich üben, dann das Video schneiden und dann weiter komponieren. Jetzt habe ich wieder die Sonnenbrille vergessen. Ja, und wieder im Parkhaus. Nochmal im selben Parkhaus. Alles klar, auf geht's zum Musikhaus Deuser. Okay, wieder zu Hause und weiter geht's. Neuer Tag. Wobei der Donnerstag ist es eigentlich schon fast wieder vorbei. Aber ich war fleißig. Und zwar habe ich jetzt zum einen gestern Nacht noch und natürlich dann auch jetzt heute hier das Video fertig bekommen über das Mixing von dem Halleluja. Das Halleluja ging jetzt gerade heute online. Das haben wir auch jetzt gerade vorhin noch online gestellt. Auf allen Plattformen. Auf YouTube und meiner Facebook-Page ist das komplette Video und auf Instagram so ein kurzer Ausschnitt. Natürlich auch in den Stories. Genau, das verlinke ich euch auch mal. Und auch dann das Video hier. Das Video geht dann am Samstag online. Das werde ich wahrscheinlich jetzt dann heute schon hochladen. Jetzt dann noch das Thumbnail designen und so eine 30-Sekunden-Version. Praktisch so 30-Sekunden-Promo-Version für Instagram, die Stories und auch Facebook. Was liegt noch an? Also morgen muss ich wieder den ganzen Tag unterrichten. Da habe ich jetzt dann für Videoschnitt nicht so viel Zeit. Da geht es dann schon gleich am Vormittag los und dann bis in den Abend. Und dann werde ich da wahrscheinlich dann am Spätabend noch die Zeit dann zum Üben nutzen. Das werde ich jetzt dann heute wahrscheinlich auch noch dann probieren. Bisschen was habe ich heute schon gemacht. Genau, dann habe ich gestern Abend auch noch ein weiteres Video aufgenommen über meinen Kompositionsprozess. Und zwar vor allem über den Kompositionsprozess der Backing Tracks. Das schneide ich heute dann noch zusammen. Und dann muss ich heute irgendwann noch ein paar neue Stücke noch suchen für die Schüler morgen und am Samstag. Muss ich mal schauen, wie ich das dann morgen mache. Ob ich da auch mal dann kurz vielleicht die Kamera einschalte. Das
überlege ich mir dann noch, weil ich da nicht so große Zeitfenster habe. Also es geht eigentlich doch eine Schule nach dem anderen praktisch durch. Genau, aber vielleicht am Abend dann, wenn alles geschafft ist. Ja, guten Morgen. Wir haben es jetzt Freitag. Ich fahre jetzt ins Frauenland, weil ich da immer jeden Freitag unterrichte, jeden Freitagvormittag. Und danach geht es dann nach Haßfurt. Dann bin ich da den ganzen Tag und dann melde ich mich eventuell dann nochmal am Abend. Ja, jetzt bin ich hier im Frauenland. Hier steht auch noch eins von meinen Klavieren. Jetzt gibt es dann gleich einen Cut und dann sehen wir uns dann am Abend wieder am Ende von meinem Tag. Ja, gut, jetzt bin ich fertig. Wir haben es jetzt 21 Uhr. Alle Schüler sind unterrichtet. War ein sehr guter Tag heute. Bin sehr zufrieden, hat Spaß gemacht. Gut, ich fahre jetzt nach Hause und dann geht's morgen Vormittag dann weiter. So, yeah, wir haben jetzt Samstag und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und nutze jetzt die Zeit zum Üben. Und zwar zum einen gehe ich hier so eine Slow Gospel Riff hier durch. Das ist aus dem Pop-Piano-Buch. Habe ich euch mal hier kurz eingeblendet. Und zwar im Prinzip sind das alles mixolydische Tonfelder, aber halt dann in fallenden Quinten praktisch. Und das übe ich jetzt hier durch alle Tonarten. Und danach improvisiere ich dann noch so ein bisschen mit Doppelsubdominanten. Also das ist praktisch folgendes, zum Beispiel in F-Dur. Der Basston ist zum Beispiel F. Ganze Zeit, quasi wie ein Pedal. Und drüber findet dann statt S-Dur, B-Dur und F-Dur.